Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten zum Liebesorakel für den Monat Juli 2023. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Stier, Aszendent Stier, Mondzeichen Stier oder Venus Stier? Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du jetzt zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich, dass du kurz unten in der Infobox das Ganze nachliest. Wenn es dir aber schon vertraut ist, du einfach mich bisher nur noch nicht kennst, ja dann entspann dich, lehn dich zurück, wir fangen gleich an. Für meine Lieben, meine Herzen, hallo und herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, vor allen Dingen hier bei den Liebeslegungen spreche ich hier mehr aus der weiblichen Sicht. Einfach die Geschlechterrolle so umdrehen, dass es auch für euch passt. Und für meine lieben Crosswatchers, hallöchen und herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber in Resonanz geht oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen diesen Monat besser resoniert. Ja. Vielen lieben herzlichen Dank, Dankeschön, meine lieben Stierherzen, für den Energieausgleich, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe. Ich freue mich von dir auf jeden Fall zu lesen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Und wenn du Interesse an einer privaten Legung hast, unten in der Infobox ist meine Webseite. Darüber kannst du mit mir in Kontakt treten oder auch mich direkt buchen. Stier, wir fangen an. Stiermonat Juli. Was sollten meine lieben Stierherzen für den Monat Juli wissen? Stier. Gerechtigkeit. Erste Karte rüber im Steinbock. Da haben wir den Stern. Dann haben wir die Närrin, der Narr. Okay. Stier. Page der Schwerter. Ritter der Schwerter. Und hinten im Deck ist Ass der Kelche. Oh. Und die Gehängte. Oh, oh, oh. Wisst ihr was? Ich ziehe die einfach mal mit raus. Ja, meine lieben Stierherzen, ich sehe auf jeden Fall hier, kommt als allererstes auch die Gerechtigkeitskarte hier raus. Und ich sehe hier, wenn die Gerechtigkeitskarte immer kommt, ist es für mich auf jeden Fall so ein Zeichen hier, sage ich auch mal, so in Balance zu bleiben. Ja, auch habe ich so das Gefühl, mit dem Stern hier insbesondere. Ihr habt hier die Hoffnung nicht aufgegeben, dass alles sich hier zum Guten wendet für euch. Ja, ihr habt hier Gebete gesprochen, das ist auch, was ich hier spüre mit der Sternkarte, euren Wunsch geäußert. Ich sehe hier, ja, für einige ist es jemand, also für einige ist es jemand hier, was ich hier wahrnehme, so wie ihr so einen Crush habt, ja, der euch gefällt. Wo ihr noch nicht kennt, ja, also den ihr so ein bisschen ein wenig auf den Podest stellt, ja, so, oh, der ist so toll und, oh mein Gott, ich wünsche, dass wir da irgendwie uns kennenlernen oder eventuell lernt ihr euch gerade kennen, ihr habt schon so einen Crush auf ihn, oh mein Gott, ich möchte, dass wir zusammenkommen, so im Kopf bist du hier schon viel, viel weiter und dann guckst du auch auf seiner Page so ein bisschen, ja, wer folgt ihm, wer kommentiert bei ihm, wer liked seine Sachen. Ja, so eine Energie ist es, was ich hier wahrnehme. Auch mit dem Ritter der Schwerter habe ich so das Gefühl, die Dinge, die ihr euch so sagt oder Versprechungen, die ihr hier macht, bringt hier so dein Herz zum Überlaufen. Ja, also ich sehe hier einen richtigen Crush. Aber irgendwie auch hält er dich noch so ein wenig hin. Ja, also er geht nicht auf so in einer Beziehung. Also ich sehe halt, da ist noch so ein bisschen, so, dass er dich so wenig hinhält. Ja?
Ja, das ist so die eine Energie, die ich hier ganz, ganz klar spüre. Die andere Energie, das ist eine Kollektivlegung, spüre ich, ist es jemanden, von wo du hier einen Neuanfang hoffst, wo du hier nicht gehen lassen wolltest, wo du das Gefühl hast, ja, ich würde gerne hier einen Neuanfang, ja, also wo du sagst, es könnte hier alles gut laufen, wo du auch ein wenig so, sag ich mal, wann war die Person zuletzt online, so viel Information wie möglich versuchst, hier rauszufinden. Auch habe ich so das Gefühl, dass ich hier schon miteinander kommuniziere mit deinem Ex, aber ja, dass da halt hier eine Pause war und also mit dem gehängten Mann und das eigentlich noch nicht so klar ist, ob ihr hier wieder zusammenkommt, aber du hast hier immer noch starke Gefühle für dein Gegenüber. Für die Mehrheit nehme ich hier, muss ich ganz ehrlich sein, nehme ich hier wirklich auf, es ist ein Crush, jemanden, den du gerade kennenlernst, wo dein Herz so höher schlagen lässt oder wo du so sagst, oh, ich habe schon Schmetterlinge im Bauch und ja, du so viel wie möglich über ihn wissen willst, was er mag, was er nicht mag. Auch hier so, du malst dir ja schon ein bisschen so, oh, so ein bisschen träumerische Energie, wenn du so Tagträume hast, aber auch hier so dir schon ausmalst, die Dinge, die er dir erzählt oder sagt, oh, und dann hast du schon so Geschichten in deinem Kopf dir zurecht gemacht, ja, also ich sehe hier wirklich wenig. Du stellst die Person ein wenig hier auf den Podest. Was mich hier stört, ist einfach diese Position vom gehängten Mann. Dass du nicht weißt, woran du bei ihm bist. Dass du auch nicht, dass ich das Gefühl habe, hier auch, dass du ein bisschen hingehalten wirst, ja, von deinem Gegenüber. Stier, Monat Juli. Stier, Monat Juli. Strategie, du planst hier etwas, wie du dich interessant machst, eventuell postest du hier auch interessante Dinge, das ist so, was ich sehe. Du hast hier eine Strategie, okay, wie komme ich am besten an ihn ran, was kann ich machen, du versuchst ihn zu manifestieren, du schreibst hier, du journalst, du schreibst hier Dinge auf, aber ich sehe halt hier Gebete, Wünsche, Manifestation, du willst unbedingt mit ihm hier zusammenkommen, aber ich sehe hier von deinem spirituellen Reich, wird gesagt, ein wenig Geduld, habe ein wenig Geduld, ja. Caring Connections, ja, du hast hier schon sehr, sehr starke Gefühle für diese Person, ja. Also ich spüre hier wirklich so, die Vibes, so hier mit der Blume, Schmetterlinge im Bauch, der Tag ist so schön, weil du eine Nachricht bekommst. So ein Vibe ist das, was ich hier spüre. Im Bältle. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Für einige, du hast noch gar niemanden gerade hier in deinem Liebesleben, aber ich sehe hier schon, dass du manifestierst, planst und darauf wartest, hier endlich dein Herz zu öffnen, jemand Neues auf dich, dass jemand Neues in dein Leben auf dich zutrifft. Entscheide hier klar, schreibe auf, wie möchtest du, welche Art von Liebe möchtest du hier erfahren, was ist dir wichtig an einem Partner. Genau, solche Dinge schreib dir hier auf, kommuniziere hier klar mit dem spirituellen Reich, was du hier möchtest. Für einige höre ich hier Geduld, da kommt bald jemand, habe ein wenig Geduld. Mein lieben Stierherzen, Monat Juli. Guck mal, das ist auch so, was ich vorher gespürt habe. Instagram, ja, was du postest und so. Ja, Direct Message. Für einige habt ihr so einen Crush, ihr kennt euch nur über Instagram. Du erhältst hier eine Nachricht von ihm oder du sogar schreibst dieser Person eine Nachricht. Aber auf jeden Fall findet hier eine Nachricht. Dann hier auch diese Unabhängigkeit, das ist auch so, was du hier vielleicht so ein bisschen nach außen hin so zeigst. Ich bin voll busy, ich bin hier unabhängig. Dann habe ich so das Gefühl, jemand versucht hier seine Tür zu öffnen. Das ist so eine alte Energie, ja.
Oder auch du versuchst, wartest hier auf eine Möglichkeit oder dein Gegenüber hier wartet hier auf eine Möglichkeit, um dich hier anzuschreiben. Er findet dich ein wenig einschüchternd. Ja, er findet dich interessant, aber ein wenig einschüchternd. Und deswegen hält er sich noch so ein wenig zurück, weil er sich hier nicht bei dir vermasseln möchte. Wenn es hier um deinen Ex geht, für die einigen, die ich hier so wahrnehme, gibt es hier Vertrauensprobleme, ja, Trust Issues. Deswegen fällt es dir hier schwer, dem Ganzen dich hier nochmal zu öffnen oder deinem Gegenüber hier. Stier, Monat Juli. Wahre Liebe. Guck mal, wenn du so das Umarmen, wenn du diese Person umarmst und ihn riechst, oh mein Gott. Einige von euch versuchen hier die wahre Liebe, die gerechte Liebe zu manifestieren, also sehr intensiv in diesem Monat, wo es heißt, bald wird schon jemand reinkommen. Für andere habe ich so das Gefühl, diese Person, wenn es eine bestimmte Person ist, die du versuchst, sie zu manifestieren, hast du das Gefühl, oh mein Gott, da könnte der Richtige sein und so weiter und zeigst dich hier ein bisschen von deiner Bossy-Seite, also auch die Person sieht, dass du hier unabhängig bist, dass du hier eventuell, ja, irgendwie fühlt sich die Person ein bisschen eingeschüchtert an, um dich hier über Instagram den ersten Schritt zu machen. Für einige ist das so, was ich sehe. Ja. Ja. Sehr schön eigentlich mal, mein lieben Stierherzen. Habe ich hier Geduld. Bei dir, mein lieber Stier, habe Geduld, 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 Geduld. Ich weiß, Geduld ist ein bisschen blöd manchmal, aber Geduld. Wir haben hier, gestalte hier deine Krone, die du verdienst. Das ist auch so, was verdienst du? Wie soll der Mann, dein Gegenüber, dich wertschätzen, dich wahrnehmen? Du bist eine Königin, ja? Du hast hier eine Krone auf und ich habe auch hier so das Gefühl mit dieser Karte, dass du hier jetzt bestimmen kannst, wen du in dein Leben anziehen möchtest. Was du möchtest, ist wahre Liebe. Wie fühlt sich, was stellst du unter wahre Liebe hier vor? Ja, also ich habe so das Gefühl, kreiere und gestalte hier dein Gegenüber so, was du hier dir gerne in dein Leben anziehen möchtest. Und vor allen Dingen ist dir hier sehr, also was dir sehr wertvoll, also was dir sehr wichtig ist, ist hier gewertschätzt zu werden, Respekt, Vertrauen. Das ist so, was ich hier bei euch spüre. Ja, wenn du hier Unterstützung brauchst, dann hol sie dir von Menschen, sag ich mal, von deinen Mitmenschen, Freunden, um dir einfach nochmal klar zu werden, welche Art von Beziehung möchte ich hier in mein Leben lassen, welchen Art von Mann möchte ich hier in mein Leben anziehen, aber für dich nur die wahre Liebe, ja. Das ist so, was ich spüre. Und das ist, was du gerade hier manifestierst. Habe ein wenig Geduld. Wunderschöne Legung, meine lieben Stierherzen. Ich beende hier eure Legung. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt mir Angabe oder auch einen Kommentar. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.